Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das ist der Start von einem neuen Vlog, wieder auf Deutsch. Ich versuche jetzt mal mehr eine Mischung reinbringen, mal zur Abwechslung zu machen. Es sind die letzten Tage vom März, bald fängt April an. Ich habe gerade meine TBA gedreht, das muss ich gleich alles noch aufräumen. Auch die Reste von meinen All My Unread Books Video muss ich immer noch aufräumen, liegt immer noch da. Gut, dass ich meinen Freund nicht beschwert. Auf jeden Fall möchte ich euch gerne mit euch mitteilen, was ich die letzten Tage vom März gerne beenden möchte oder was so meine Prioritäten sind, bevor es in den neuen Monat geht. Zum einen habe ich gestern die Switches Don't Burn angefangen. Ich bin jetzt schon auf Seite 160, 61, also ich habe schon, glaube ich, die Hälfte geschafft. Glaube nicht ganz. Auf jeden Fall geht es da drin um Hannah, die ist eine Hexe und ihre Ex-Freundin Veronika. Ich sag das jetzt gerade so richtig deutsch. Ne? Auf jeden Fall Veronika ist ihre Ex-Freundin. Sie hat einen neuen Crush, das ist Miranda und die ihre beste Freundin. Die versuchen immer so ein Rätsel zu lösen, was in ihrer Stadt los ist. Also es passieren ein paar seltsame Dinge, die halt auf Hexen zurückzuführen sind. Und Hannah weiß, dass sie eine Hexe ist. Genauso wie Veronika eine Hexe ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob Gemma, ihre beste Freundin, auch eine Hexe ist. Aber auf jeden Fall versuchen wir es eben herauszufinden. Und bis jetzt mag ich es wirklich ganz gerne. Da war auch tatsächlich ein Coach schon dabei. Ich möchte mein Herz... hat sich angefühlt, als hätte jemand ein Messer in mein Herz reingerammt. Das war so... ist um die Seite 50 in These Witches Don't Burn. Und auf jeden Fall fand ich den Quote: How could I ever trust you to put the pieces back together? Oh. Bis jetzt mag ich es wirklich sehr gerne. Dann möchte ich gerne noch die Discovery of Witches zu Ende lesen. Ich bin gerade aktuell 79% in der Geschichte drinnen. Laut Audible habe ich noch 2 Stunden übrig. Ich kann nicht potenziell schaffen. Heute kommt übrigens mein Erklärungsbuch an für Stardew Valley. Ich habe ein neues Spiel. Wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt auf Deutsch, würdet ihr wissen, dass ich die Schneekrabbe gefangen habe oder die Riesenkrabbe in Animal Crossing. Und es war das letzte Tier, was ich gerade aktuell fangen kann. Jetzt gibt es erstmal nichts zu fangen, was mich ein bisschen nervt, weil... Also, ich mag Animal Crossing. Okay. Kurzer Roundabout Animal Crossing, okay? Über Animal Crossing. Ich liebe Animal Crossing. Ich habe fast alle Animal Crossing Arten gespielt, die es gibt. Also die für den normalen Nintendo. Ich hatte die auch für die Wii. Dann auch für den neuen Nintendo. Also ich hatte für den alten Nintendo. Und dann halt eben noch das für den 3D hatte ich auch noch das Animal Crossing. Und vor meinem ersten Animal Crossing Spiel, das ich jemals hatte, was für den alten Nintendo war, also nicht für die 3D-Variante, sondern für diesen normalen Nintendo. Ich hatte auch noch diesen ganz fetten, also auch schon den klappbaren, aber den fetten, diesen richtig dicken, der so oben ein bisschen so abgerundet war. Und dann hatte ich eben noch die neuen Light, glaube ich, in grün damals, 2008 habe ich den bekommen. Und ich sammle da immer noch dran. Ja, ich habe immer noch nicht alles gesammelt. Für Wii, das Wii-Spiel war scheiße. Da habe ich gar nichts gesammelt. Außerdem habe ich die Wii gar nicht mehr. Das steht immer noch bei meiner Mama. Und für das andere Spiel, für den 3D, habe ich auch immer noch nichts. Also immer noch nicht alles gesammelt. Also gerade mal, also zum ersten Mal die Gemälde schon mal gar nicht, weil ich gar nicht mehr das von Rainers Passwort irgendwie habe. Dann, das mit Meerestieren, ich habe fast nicht zu Ende gesammelt, Fossilien das recht nicht. Und ich hatte Animal Crossing New Horizons, hatte ich bekommen, geschenkt bekommen und ich habe innerhalb 3 Wochen hatte ich alle Fossilien zusammen. Alle. Weißt du, in den anderen Spielen, da sammle ich seit 6 Jahren dran und ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich meine, gut, 6 Jahre ist natürlich auch eine ewig lange Zeit und auch super nervig. Aber nach 3 Wochen schon alle Fossilien zu sammeln, ist halt auch ein bisschen gleich so ein kleiner Beschiss irgendwie. Ich habe schon fast alle Fische, hatte ich auch in den anderen Spielen noch nie. Ich habe fast alle Insekten, bis auf halt die jetzt gerade in der Sommerzeit zu sammeln sind. Da muss ich jetzt wieder bis zum Sommer warten. Und halt Meerestiere, fehlen mir noch 2.
kann ich aber auch wahrscheinlich erst wieder im Sommer oder Winter sammeln, weil ich die irgendwie verpasst habe. Aber das sind halt so Sachen, die regen mich immer ein bisschen auf. Ich finde, das neue Spiel eigentlich könnte echt cool sein, aber ich finde es halt irgendwie nervig, dass man halt so früh alles gesammelt hat und jetzt ist halt irgendwie so ein Anreiz irgendwie, finde ich, verloren gegangen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich meine Insel komplett neu starten soll, weil ich auch allgemein nicht so damit zufrieden bin. Ich habe auch schon das komplette Haus abbezahlt. So, ich habe schon fast alles. Das Einzige, was ich jetzt noch sammeln kann, ist halt Klamotten und Möbel, aber das ist ja nicht das Sinn von Animal Crossing. Und nur alle 3 Tage reingehen, um meine ganzen Obst zu sammeln, weißt du, ich habe einen Haufen Geld auf dem Konto liegen, weil ich nicht weiß, was ich mit meinem Geld machen soll. Ich meine, ich könnte meine Insel umgestalten, aber ich habe auch irgendwie keinen Bock darauf. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall Stardew Valley. Wahrscheinlich geht es da ein bisschen länger, dauert es wegen länger wieder alles zu sammeln und so. Aber ich komme noch nicht richtig mit dem Spiel zurecht und weiß auch nicht wirklich, was der Sinn dahinter ist. Deswegen habe ich mir das Erklärungsbuch dazu geholt. Das habe ich für Animal Crossing übrigens auch gemacht. Ich weiß, ich bin weird. Genau. Warte, ich wollte darüber reden, welche Bücher ich lesen möchte, ne? Okay, das glaube ich, Witches, habe ich gleich schon gesagt. Die Witches Don't Burn auch. Dann lese ich noch 2 Rezensionsexemplare. Zum einen Prison Healer von Lynette Nonier. Ich bin jetzt aktuell 10% drin in der Geschichte. Prison Healer ist tatsächlich ein Buch, das ich neben die Switch... Okay, ich bin schon wieder total chaotisch. Tut mir leid. Okay, die Switches Don't Burn ist ein Buch von meiner TBA für den kompletten Monat. Und das Scarlet Witches auch. Also die beiden haben eine Priorität, die möchte ich gerne unbedingt beenden. Weil wie geil wäre es, wenn ich alle Bücher von meiner TBA gelesen habe. Mega wäre das. Ich weiß. Dann Prison Healer, das ist schon eine Rezensionsexemplar, das ich schon ein wenig länger habe. Deswegen möchte ich das gerne priorisieren, bevor das halt eben archiviert wird. Damit ich das halt eben eine Rezension darüber geschrieben habe und fertig habe. Ich habe tatsächlich auch ein Rezensionsexemplar, habe ich verpasst, nämlich Couchgeflüster. Und das wurde schon archiviert, das kann ich nämlich nicht mehr lesen. Ich glaube, dass ich Prison Healer tatsächlich noch zu Ende lesen könnte, hören könnte, wenn es archiviert wird. Aber auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Zeitdruck. Steht immer noch nicht da, wann es archiviert wird. Gut. Und dann lese ich noch Die 6 Kraniche von Elisabeth Lim. Das ist auch ein Rezensionsexemplar. Bin ich auch 10% drin. Das habe ich aber erst letzte Woche bekommen, am 28. glaube ich. Deswegen habe ich jetzt noch keinen Druck, das unbedingt zu beenden. Aber auf jeden Fall, die Prison Healer habe ich schon fast einen Monat. Deswegen möchte ich das eben jetzt priorisieren, dass ich eben Prison Healer auf jeden Fall beende die nächsten Tage. Genau, das sind alle Bücher, die ich lese. Auch meine Priorität dahinter. Ich habe gestern gar nicht mein Glas ausgetrunken. Ich bin so chaotisch, ne? Willkommen in meinem Leben. Willkommen hier. Das bin ich. Das pure Chaos. Ich bin einfach das pure Chaos. So, was ich auch noch heute machen muss, gehen wir heute meine To-Dos nochmal durch. Ich frühere Termin ausmachen, definitiv. Boah, schrecklich. Ich muss meinen Hausarzt noch anrufen. TBA habe ich jetzt gefilmt. Und Videos bearbeiten muss ich noch. Ich habe, ich habe jetzt mit meiner TBA wieder 6 Videos, die ich drehen, schneiden muss. Warum bin ich so? Thank you.
Morgen, es ist schon mittags. Also, gestern im Bett habe ich Die Switches Don't Burn fertig gelesen. Damit fällt es noch in meine März-Kategorie, was sehr toll ist. Es ist richtig floppy, okay. Tut mir leid. Ich mochte es wirklich gerne. Ich weiß gar nicht, warum ich so überrascht davon bin. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, weil bis jetzt jedes andere Hexenbuch mich dieses Jahr total im Stich gelassen hat. Aber die Geschichte, also ich finde das, was hinten auf dem Klappentext draufsteht, vielleicht habe ich auch den Klappentext auch falsch verstanden. Okay, aber prinzipiell fand ich das super schön geschrieben. Ich fand, dass alle, man verfolgt da so eine 16-, 17-jährigen Teenager, die natürlich gerade durch ihren ersten Trennungsschmerz geht. Die Gefühle, die sie da hatte, sind halt sehr verständlich geschrieben. Auch mit Veronica als Ex-Freundin finde ich schon, dass man merkt, dass sie halt auf jeden Fall nicht die richtige war. Auch die neue Liebesinteresse fand ich sehr schön geschrieben. Das ganze Magische da drin. Es war jetzt nicht überladen mit, ja, hallo, ich bin eine Hexe. Aber es war gut erklärt, sie als Hexe konnte auch mit ihren Kräften umgehen oder halt zumindest halbwegs umgehen, aber halt so, wie man das von jemandem, der im Training ist, noch erwarten würde. Nicht so wie jetzt die anderen, die ich gerade aktuell lese. Zum Beispiel das Discovery of Witches, die schon seit 35 Jahren gefühlt weiß, dass sie eine Hexe ist und trotzdem nichts kann. Und das fand ich alles sehr gut beschrieben. Das Einzige, was mich gestört hat, das ist wirklich sehr picky, was ich jetzt hier sage. Und zwar, ich bin ja eine Krankenschwester und da passiert etwas in einem Buch, das im Krankenhaus spielt. Und da hat etwas nicht gepasst und das hat mich gestört. Und deswegen habe ich dem einen Punkt Abzug gegeben, also einen Stellabzug gegeben. Ich weiß, es ist picky, aber es war alles so gut und dann genau dieses Detail. Und hätte man besser machen können. Ja. Auf jeden Fall möchte ich es sehr gerne. Ich möchte auf jeden Fall den zweiten Teil lesen. Ich weiß bloß nicht, ob ich mir ihn gleich bestelle, weil ich habe so viele ungelesene Bücher. Ich schneide jetzt irgendein Video. Und dann hole ich mir was. Ich habe nur Nougat Bits zum Frühstück gegessen. Ist natürlich auch sehr nahrhaft. Dann werde ich mir irgendwo was zu essen holen. Genau. Aber wenn ich schneide jetzt und dann höre ich später noch Discovery of Witches. Gestern ist auch mein Begleitbuch zu, wie heißt es nochmal? Stardew Valley angekommen. Das werde ich später auch ein bisschen reinlesen und dann höre ich vielleicht mein Audiobuch wieder an die Stardew Valley Spiele an. Genau. Aber das mache ich jetzt. Kleines Update, ich bin jetzt wieder daheim, ich habe mir einen Bagel geholt, der war göttlich, mit Schafskäse und Avocado, liebe ich ja. Aber jetzt schreibe ich gleich noch eine Einkaufsliste, weil ich noch so einkaufen gehen muss, damit ich auch sowas zu essen daheim habe. Und ich habe mir drei Bücher geholt. Das ist so ein kleiner Buchhaul. Ein Buch, was ich mir geholt habe, das habe ich im zweiten Buchladen gefunden. Das ist von Emily Ratajko. Warum ist ihr Name so versetzt? Ratajkowski, My Body. Das ist von diesem einem Model. Mal kurz das Ding machen. Der hier. Und ich habe viel Gutes darüber gehört. Auch von Mel, bei dem ich hier Patreon bin und so. Und eben, sie mag es ja gerne und ich habe es jetzt entdeckt, das ist die deutsche Übersetzung. Habe ich deswegen mitgenommen. Ich freue mich schon sehr darauf, das zu lesen. Und im Ursi Yander habe ich gefunden, zum einen, erst wollte ich mir Zeitonic mitnehmen von Brandon Sanderson. Das ist ja die YA Sci-Fi-Reihe, die er geschrieben hat. Aber ich habe noch nicht die anderen zwei gelesen, also die ersten zwei. Zeitonic ist halt der letzte Band. Deswegen versuche ich die jetzt online irgendwie zu bestellen. Auf jeden Fall habe ich dann aber daneben, hier deswegen zusammengetätscht aus, weil ich das in meine Tasche einfach geworfen habe, Jade Fire Gold von June Slutan.
Es ist auf jeden Fall auf Englisch. Das war mal auch ein Buch, glaube ich, in der Illumicrate-Box. Auf jeden Fall, das ist der Kassenzettel, dann tue ich mal weg. Es klang die Beschreibung sehr gut. Natürlich ist nichts Besonderes, das Buch ist nur gelb. Und das Cover ist auf jeden Fall ziemlich geil, muss ich schon sagen. Ich freue mich auch darauf, das zu lesen. Und dann habe ich noch gefunden, das hier. Davon habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Noch gar nicht. Niemals. Cast in Firelight von Dana Swift. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Die Beschreibung klingt eigentlich auch ganz cool. Das ist auch so mit einer engagierten Ehe, damit sich das die zwei Königreiche eben halt miteinander verbinden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, die zu lesen. Ich schaue jetzt, wie schon gesagt, gleich die, meinen Einkaufszettel und gehe dann zum Einkaufen. Und dann setze ich mich ran und lade zum einen das andere Video hoch, das ich vorhin geschnitten habe. Das habe ich vorhin fertig exportiert, bevor ich losgegangen bin. Das muss ich noch hochladen und alles dazu schreiben in der Beschreibung. Und danach bearbeite ich noch das andere Video. Und dann, wenn ich da noch Zeit habe, vielleicht bearbeite ich noch meinen einen Vlog, den ich noch habe. Den Weekly Vlog, den ich auf Englisch gedreht habe, und dann lasse ich es für heute bleiben und schauen, wie ich irgendwann die Woche dann auch meinen Hose-Up-Vlog schneide. Aber das ist so jetzt nicht nur die aktuelle Priorität. Genau. Ich update. Ich habe Prison Healer angehört. So mal als Lese-Update. Ich habe jetzt 5%, glaube ich, drin gehört. Ja, fast 6%. Bis jetzt fällt es mir sehr gut. Also geht es ja um diese eine Heilerin, die das schon seit 10 Jahren in diesem Gefängnis ist. Und da kommt jetzt ein neuer Gefangener. Und es geht, sie soll auch ein bisschen so, die Kiva heißt die. Ach ja. Auf jeden Fall ist da draußen eine Rebellion. Also die ist ja im Gefängnis seit 10 Jahren und draußen gibt es eine Rebellion. Und jetzt kommt anscheinend, glaube ich, jetzt an dem Punkt angekommen, wo im Klappentext so steht, dass die Rebellenkönigin eben jetzt auch in dieses Gefängnis kommt. Also ich bin jetzt vom Einkaufen zurück und ich habe ja die üblichen Sachen gekauft, zum Beispiel Käse und so, ne? Halt veganen Käse und so Zeug. Mein heiliger Gral, ja, hier Kräuter aus der Provence, auch der pflanzliche. Zahn und bla bla. Ah, ich habe jetzt was beim Edeka entdeckt. Also zum einen habe ich Hack gebraucht. Ich habe mal jetzt vom Green Mountain das mitgenommen. Und ich finde, es sieht schon richtig krass für mich aus nach Hack aus, nach Rinderhack. Besser als die anderen und sieht eigentlich ganz gut aus. Und was ich auch entdeckt habe, ist auch vom Green Mountain, ne? Steak. Das sieht so krass aus wie ein richtiges Steak. Ich habe mal 2 mitgenommen. Ich glaube, es ist aber viel zu viel, aber ich glaube, mit ein paar Kartoffelchen dazu und so kann es richtig gut schmecken. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ich probiere nochmal Lachs aus. Ich habe mir letztens Lachs so mitgenommen. Das fand ich richtig widerlich. Aber das sind jetzt auch so wie. Das sieht ja richtig ekelhaft aus, ne? Ah, das sind so Lachsstückchen. Ich hoffe, das ist gut. Und die sind auch. Von welcher Marke sind die? Sophine. Na gut. Aber ich hoffe. Also, ich weiß nicht, wie das schmecken wird. Ich bin bis jetzt von den Fischarten. Wenn das nicht gerade paniert ist, dann bin ich bis jetzt noch nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Aber ich habe richtig hohe Hoffnung hier in The Steak. Also, das wäre nämlich schon mega. Kleines Update, heute ist Mittwoch. Ich lade gerade dieses Video hoch, das eine, das ich schon gestern geschnitten habe. Ich habe gestern übrigens nicht mehr das zweite geschnitten, weil ich richtig krasse Kopfschmerzen hatte. Also das ist das eine, was ich noch von meiner Corona-Infektion immer noch habe. Das sind Kopfschmerzen, das geht bis jetzt immer noch nicht weggegangen. Auf jeden Fall sind die immer da und manchmal werden sie eben schlimmer. Und das ist eben gestern passiert, deswegen habe ich gestern nicht das zweite Video geschnitten.
Außerdem gehen diese Woche, also wenn ich das jetzt gerade filme, gehen 6 Videos online. Ich glaube, ich habe nochmal eine Pause verdient. Ich lade jetzt aber gerade trotzdem das andere Video hoch, beziehungsweise schon fast oben. Ich mache gerade die Beschreibung und es ist eben alle meine ungelesenen Bücher. Und ich versuche gerade, alle Bücher zu verlinken, die ich halt zum Lesen habe. Und ich bin gerade bei Carry On von Rainbow Rowell. Und ich zeige euch jetzt mal das englische Titel. Cover, das zeige ich auch übrigens im Video. Also das hier ist der englische Titel. Sieht halt schon mega cool aus. Und ich habe halt geschaut, gibt es überhaupt eine deutsche Übersetzung? Ja, gibt es. What the fuck? Warum? Was ist da passiert? Ah! Deutschland hat es mal wieder nicht drauf gehabt mit den Titeln. Außerdem ist der Link viel zu groß. Okay, was ich aber auch noch erzählen kann, ist, dass ich gestern Nacht noch Dings fertig gelesen habe. Ah, Discovery of Witches. Genau, habe ich gestern noch fertig gelesen. Ich habe ihm letztendlich 2 Sterne gegeben. Ich mochte die Liebesbeziehung gar nicht. Es war einfach genauso wie den Twilight. Wir haben da den sehr viel... Ich meine, es ist ja der Standard in Fantasy mittlerweile, ja. Dass wir den sehr viel älteren Kerl haben und das junge Mädchen. Wobei man mal ihr sagen muss, dass er Diana in dem Buch nicht 16 oder 17 oder 18 ist, sondern sie ist schon erwachsen. Aber ich fand einfach, das Buch hat sich gelesen wie ein YA-Fantasy-Buch. Was prinzipiell nicht schlecht ist, ich habe einfach nur was anderes erwartet und auch was anderes erhofft. Also hätte ich das Buch letztes Jahr oder so gelesen oder hätte ich das vor ein paar Wochen gelesen, wäre es richtig cool gewesen. Aber weißt du, ich hab bei Elantris jetzt zu Ende gelesen diesen Monat. Kurz bevor ich, oder während ich sogar, okay, dafür gibt es keine Übersetzung, während ich ja Discovery of Witches angefangen habe. Und in Elantris gibt es eine weibliche Hauptcharakterin, die ist halt unglaublich stark, die also nicht körperlich stark jetzt, sondern halt vom Mindset her, die auch weiß, was sie möchte, die für sich einsteht, die sich nicht abhängig von anderen machen möchte. Und dann habe ich einfach, weißt du, dann fängt man so Discovery of Witches an, die ist von einer Frau, die ja einen Doktortitel hat. Und dann lässt sie sich so einlullen von irgendeinem hergelaufenen Vampir, den sie seit 3 Tagen kennt. Und sieht, da wird genau die gleiche Scheiße abgezogen wie in Twilight. So, ja, ich mochte Twilight, okay? Ja, will ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Aber war es gut? Nein, um Gottes Willen. Twilight ist ein richtig beschissenes Buch. Also ich finde einfach, Matthew, die Liebesinteresse hier in dem Buch, ist ein 1500 Jahre alter Kerl, der ein totaler Creep ist, der Diana stalkt. Ja, der passiert gleich im 3. Kapitel, in ihr Haus einbricht, sie dann erst ihre komplette Wohnung durchsucht, dann sie im Schlaf mehrere Stunden beobachtet, ihr am nächsten Tag noch mitteilt, dass das Schloss ausgetauscht werden muss. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Mir nämlich schon. Dann, ich gebe dem zweiten Buch trotzdem noch eine Chance. Vielleicht ändert sich das dann.
habe jetzt schnell geduscht. Ich habe jetzt auf jeden Fall mein letztes Video auch zu Ende geschnitten. Ich hätte jetzt nur noch meinen Weekly Vlog von letzter Woche und meinen Hausaufgaben-Vlog, den ich immer noch schneiden muss. Aber ich habe jetzt auf nichts davon Lust. Ich habe auf jeden Fall meine Thumbnails für heute fertig. Für Samstag waren sie sowieso schon fertig. Für nächste Woche Mittwoch ist es auch fertig. Ich habe einen Friseurtermin ausgemacht. Ich habe geduscht. Und jetzt möchte ich gerne was lesen. Also klar, ich hätte Prison Healer immer noch, das könnte ich noch zu Ende lesen. Aber ich möchte gerne währenddessen noch was auf dem Fernseher schauen. Deswegen mache ich, ich habe jetzt meine Bücher, die ich halt ungelesen habe, also alle Hardcovers und Paperbacks, habe ich jetzt gezählt, das sind 35. Die jetzt nicht zu meiner TBA zum Dings gehören, zum April einfach. Es hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar muss ich die für den April, muss ich auch im April anfangen und dort auch beenden, damit die zum Trilaton gehören, nicht zum Rematon gehören. Random Number Generator. Okay, von 1 bis 35. Ich habe meine Percy Jackson Bücher nicht mit dazu gezählt. Generieren. Und die Nummer ist 16. Mal schauen, welches das 16. Buch ist. Mal wieder die toten Pflanzen ignorieren. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich muss Lore lesen. Ich will aber nicht Lore lesen. Ich wollte nicht was Dünnes lesen. Ja, egal. Mal schauen. Ist auch so hart. Naja, gut, egal. Dann mache ich das doch mal. Da ist sogar noch die Quittung drin. Wann habe ich mir das im Buch deswegen gekauft? Das war am im September, am 6.9. Girl, get your shit together. Obwohl. Okay, ich weiß, 16 kam gerade raus. Okay, I'm sorry. Aber ich habe auch das Buch hier, Woman on All You're Pretty. Sieht super schön aus. Habe ich mir zusammen übrigens mit Lore gekauft. Ich habe dafür, für das deutsche Buch habe ich die Rezensionsexemplar bekommen. Deswegen überlege ich gerade, ob ich das anfange, damit ich das auch rezensieren kann. Und dann dauert das Audiobuch dazu. Also das ist übrigens die deutsche Variante. Erstmal downloaden. Wie viele Seiten hat das denn? Das hat 546 Seiten. So, wie lange geht das? Sie hören. Frauen schulden dir gar nichts. Von Florence Gillen. 6 Stunden. Ich fange das hier an. Tut mir leid. Ah, ich hätte gar nicht diesen Number Generator machen sollen.
Also es ist jetzt schon ein bisschen später heute. Heute ist Donnerstag. Es ist jetzt schon fast 18 Uhr. Ich habe letzte Nacht super scheiße geschlafen. Ich habe heute Nachtdienst. Das heißt, ich muss um 21 Uhr zur Arbeit. Deswegen habe ich jetzt heute Nachmittag noch ein bisschen geschlafen oder zumindest ein bisschen gedöst. Ehrlich zu sein, also schlafen kann man es nicht richtig nennen. Kleines Update. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt bei guten 70%, glaube ich. 72% in Prison Healer. Ich mag es sehr. Also es ist wirklich, finde ich, ein sehr gutes Buch. Ich freue mich auf jeden Fall, das weiterzulesen. Und ich werde die Serie, glaube ich, auf jeden Fall weiterlesen, je nachdem jetzt, wie das Ende ist. Vor allem, wenn jetzt, ich warte auch auf die Übersetzung dran. Weil, ja. Ich bin auch in 7% in Frauen schulden dir gar nichts. Also ich habe die englische Fassung hier. Ich habe aber ein Rezensionsexemplar angefordert von NetGalley. Das habe ich bekommen. Mag ich auch sehr gerne. Und wenn das Video jetzt hier draußen ist, dann müsste meine TBR schon auch draußen sein. Und dann habe ich dann gesagt, dass ich gerade noch die 6 Kraniche von Elizabeth Lim lese. Was auch noch stimmt, tue ich auch noch. Und ich habe mir eine Special Edition vorbestellt mit einem Farbschnitt, habe es aber erst nicht bekommen. Deswegen habe ich mir die Rezensionsexemplar angefordert. Sie ist heute angekommen. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber der Farbschnitt, es sieht jetzt einfach hier in der Kamera sieht's aus, als wäre es einfach nur gelb. Es ist aber so gold angespült und ein bisschen glitzig. Auf jeden Fall ist es sehr schön. Ich mag das Buch bis jetzt auch sehr gerne. Ich finde das Cover auch sehr schön. Ja, also ich bin bis jetzt auch nur 10% in dem Buch drinnen. Okay, auf jeden Fall lese ich das auch gerade. Lege ich mal alles übereinander. Und ich war heute noch so morgens in der Stadt, weil ich mit einer Arbeitskollegin und Freundin frühstücken war. Und ich habe ein paar Sachen gekauft. Zeige ich euch jetzt nochmal. Zum einen hier ein T-Shirt, wo drauf steht "But first coffee". Ich fand es sehr schön. Sehr cute. Dann habe ich mir noch einen Cardigan geholt, in so lila, der ein bisschen kürzer ist und nicht so, ich habe schon lange in lila, aber das hier ist ein bisschen kürzer, finde ich auch sehr cute, ja, ich habe mir einen Ohrring gekauft, den man so ums Ohr herum tut, warte mal, ich versuche das jetzt mal dran zu machen. Schon irgendwie was. Mal schauen, wie es auf der anderen Seite ausschaut. Ich finde, hier sieht es ein bisschen cooler aus. Okay. Ja, aber das lasse ich jetzt nicht drin. Ich bearbeite jetzt noch ein bisschen meine Videos weiter. Mein Vlog noch. Ich wollte eigentlich heute noch Content produzieren mit Reels drehen und so. Ist natürlich alles jetzt nichts geworden, weil ich jetzt nachmittags geschlafen habe und das Wetter eh nicht so schön ist. Ich hoffe, dass das Wetter morgen besser ist, damit ich was drehen kann. Und ich bin noch überlegen, welches Buch ich mitnehmen soll zur Arbeit. Ich überlege, ob ich Once Upon a Broken Heart mitnehme, weil ich habe mit der Nacht angefangen zu lesen, dann ist es ja mein April-Lesemonat. Oder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
schau es mal, wie weit ich noch mit Prison Healer vorankomme. Heute ist Freitag. Ich habe meine erste Nachtschicht hinter mich gebracht. Heute ist 1. April. Ich habe gestern Nacht noch Prison Healer zu Ende angehört. Mega. 5 Sterne. War ein grandioses Buch. Kann ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Ich glaube, das Beste fand ich war einfach trotzdem daran, dass es mal ein anderes Setting war. Es war eigentlich hauptsächlich in so einem Gefängnis hat es gespielt. Es war auch ein bisschen dunkler und die ganze Thematik war allgemein nicht ganz so positiv. Auch die Plots, die waren, fand ich mega. Ich habe mir 5 Sterne gegeben. Chef's Kiss war grandios. Ich bin fast fertig mit Frauen schon die gar nichts. Ist auch gar nichts. Gar nichts. Auch grandioses Buch, kann ich definitiv weiterempfehlen. Mega. Mir gefällt es auch so besonders gut, dass es halt dir schon aufweist, was falsch läuft. Oder auch, was wir so verinnerlicht haben als Frauen, was auch nicht richtig ist. Aber nicht auf eine vorwurfsvolle Art und Weise, wie es manch anderer feministisches Buch macht. Und auch nicht so passiv-aggressiv. Was auch, ich mag das trotzdem gerne, solche Bücher. Ich habe auch zum Beispiel Unten und Frei von Margarete Stolowski, habe ich auch gelesen. Ich habe dem Buch auch 5 Sterne gegeben, fand ich mega. Aber es ist trotzdem auch mal schön, in so einer Schreibweise was zu hören. Ja. Aber was ich euch eigentlich auch zeigen wollte, ist, dass meine Illumicrate-Box angekommen ist. Ich mache sie jetzt mit euch zusammen auf. Weil ich habe sie falsch rum. Das Thema ist A Life of Its Own und ich weiß schon, welches Buch in drinnen ist, aber let's see. Das erste hier ist der Kaffeebecher. Ich habe auch schon angeteasert, dass es den geben wird. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Design ist. Ich schaue nicht hin. Ich packe ihn aus. Oh. Wir haben hier
eine sehr interessante Illustration drauf. Okay, warte mal, von welchem Buch ist es bitte? Gideon the Ninth. Okay, habe ich nicht gelesen. Auf jeden Fall. Okay. Dann das hier. I like the imaginary people and the entertainer feel way more than I like real ones. Verstehe ich. Ist da irgendwas drinnen? Headphone case. Chargers. Okay, warum nicht? Ist auf jeden Fall nicht so riesig wie andere. Okay, dann. Okay, warte mal, hier steht was, ist was anderes drauf. You look like. Ich kann das nicht lesen. You look like. Winter night? I could sleep inside the cold of you. Das, okay, das ist auf jeden Fall auf der Rückseite. Spy by Deadless. Ja, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ein Block. Mit einer Eule oben drauf. Inspired by other words of for smoke. Ja gut, Notizbuch kann nie schaden. Und dann haben wir hier noch einen Keyring. Let's see. Mit dem kleinen Sternchen. House Moving Castle. Mortal Star Keyring. Okay. Okay. Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon, was jetzt diesen Monat alles dabei war, wenn ich jetzt ehrlich bin. Okay. Das Buch. Das ist sehr klein. Oh mein Gott. Gallant von V. E. Schwab. Okay, schauen wir uns mal die Edition an. Viele finden die Lumquid-Edition hässlich. Ich muss sagen, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich fand ehrlich gesagt das Originalcover auch nicht schön. Deswegen, ja, das bin ich jetzt nicht so irgendwie begeistert drum. Also das ist das Titelcover, irgendwie ein bisschen creepy. Das hier ist die Rückseite, das ist eigentlich dasselbe wie hier hinten drauf, bloß dass das Haus eben ein bisschen ab ist. Dann haben wir hier die angesprühten Enden. Ich habe gelesen, dass bei jemandem das irgendwie versetzt ist. Also bei mir sehen die Häuser übrigens so aus. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von teilweise von der von den angesprühten Seiten von Lumicrate, weil die nicht direkt in der Mitte zentriert sind. Und hier unten auch nochmal. So, wie sieht das Buch denn nackig aus? Hier haben wir was drauf geprägt, sonst ist hier nichts weiter. Und hier innen drinnen sind nur so ein paar Häuser. Auf der Rückseite übrigens genau das gleiche. Aber innen drin sind ein paar Illustrationen.
Okay. Ich bin aber auf jeden Fall von der Größe eher ein Fan, weil Garland an sich ein sehr quadratisches Buch ist. Also es hat keine Buchform, sondern so, ja, mehr so ein Dreieck. Na gut. Egal. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Die nächste Box ist Nothing But Thieves. Okay. Mag ich überhaupt irgendwas? Das hier finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, für was ich das gebrauchen sollte. Ja. Dann, ich meine, der Schlüsselanhänger hat schon ein bisschen was. Wegen dem Motor-Style irgendwie so. Ist schon wie ganz lustig. Ich bin auch kein Fan davon. Block. Ja. Ist okay. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ja, die. Okay, das ist übrigens ein Kopfkissenbezug. Also, das ist wahrscheinlich etwas, was ich verkaufen werde. Weil, ehrlich gesagt, finde ich das. Nee. Das würde ich niemals verwenden, ehrlich gesagt. An dem Becher. Ich mag das Motiv, ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Aber ich habe jetzt mein TV-Abo für April. Und es ist sehr kurz. Seiten. Okay, das war eigentlich das Update für heute. Ich werde jetzt heute Nacht versuchen oder jetzt noch im Laufe des Abends Frauen schulden dir gar nichts zu Ende zu hören. Dann habe ich Rainbreaker mit auf Arbeit genommen. Ich habe exakt nichts drin gelesen. Das wäre mein erstes Blumathon-Buch. Und ich bin mir fast sogar sicher, ich mache auch beim Blumathon mit. Das ist von Isabellas Turn of Pages Patreon. Und ich bin fast sicher, dass ich das da auch auf meine TBR drauf geschrieben habe. Aber ja, galant. Komm jetzt beiseite. Aber ich nehme auf jeden Fall das heute Nacht wieder mit. Hi. So, meine zweite Nacht ist vorbei. Lief ganz gut. Ich habe gestern noch auf dem Weg zur Arbeit Frauen schulden die gar nichts fertig gehört von Florence Given. 5 Sterne. Buch ist grandios. Falls ihr euch für so eine Thematik interessiert, und gerne mehr darüber lesen möchtet, aber auch Raum und Feminismus und so weiter, ist das Buch auf jeden Fall großartig. Also, ich weiß, es ist ein Rezensionsexemplar, aber ich habe euch gezeigt, ich habe die Edition auch so da gehabt, ich wollte nur das als Rezensionsexemplar haben, damit ich meine Punkte oder halt meine Review-Anzahl eben aufwerten kann, ne? Also, damit ich halt auch weiterhin Rezensionsexemplare bekomme. Also, es wurde mir kostenlos jetzt zur Verfügung gestellt, deswegen sage ich das jetzt hier. Erinnert aber nichts daran, was meine Meinung dazu ist. Mich interessiert das Thema sehr gut. Also sehr brennend. Ich würde auch selber von mir behaupten, dass ich auch ich bin auf jeden Fall eine Feministin. Und das Buch war auf jeden Fall grandios. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich finde, es ist gerade auch für Leute, die neu in der Thematik drin lesen wollen, finde ich es sehr gut. Einfach auch, weil es nicht so, sagen wir so vorwurfsvoll, also nicht so passiv-aggressiv ist wie die anderen, die ich gelesen habe. Das mag ich immer tatsächlich nicht so gerne. Obwohl es auch vollkommen berechtigt ist. Ja, auf jeden Fall kann ich das sehr gut empfehlen. Ich mache mich jetzt fertig, weil ich dann auf ein Klassentreffen gehe. Und danach noch auf Arbeit, aber egal. Was habe ich noch angefangen? Ich habe gestern Nacht noch Rainbreaker angefangen. Ich verstehe, ehrlich gesagt, das ist jetzt nur Bahnhof. muss ich schauen, wie es mir weiterhin gefällt. Also ich finde es bis jetzt nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Ich verstehe gar nichts, ne? Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, sind die Sachen, die bis jetzt vorkommen, sind es Menschen? Sind es Orte? Sind es Namen? Was ist es? Keine Ahnung. Dann, was habe ich noch angefangen?
It Happened One Summer von Tessa Bailey. Ja. Bis jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Ich finde auch den Kerl da drin, ja, nicht so toll. Ehrlich gesagt bis jetzt, er ist halt ein Mann. Und dieses Mädchen, ehrlich gesagt bis jetzt auch nicht, weil sie so, so eine reiche Verwöhnte. Also die ist nur da in einem Ort, weil sie halt eben für öffentliches Aussehen gesorgt hat. Jetzt muss sie halt wegen ihrem Stiefvater eben 3 Monate ohne Geld verbringen, weil sie halt so reich und verwöhnt ist. Und sie kann halt eben gar nichts, sie kann nicht mal kochen. Und ja, gefällt mir das jetzt nicht. So, hi. Ich bin gerade aufgewacht von meinem Nachtdienst. Aber ich wollte noch den Vlog hier an der Stelle beenden, weil ich das gestern nicht gemacht habe. Ich bin bis auf Seite 200 von Windbreaker gekommen. Bis jetzt mag ich es ganz gerne. Ich habe auch Birthday angefangen von Meredith Russo. Das ist für Isabelle Throne of Pages. Isabella macht einen ganzen Readathon über die ganzen Monate hinweg. Und ich bin im Team Forget Me Not und wir haben das Teambuch eben Birthday von Meredith Russo und das lese ich gerade. Ich bin jetzt schon, ich war jetzt im 3. Kapitel. Gefällt mir bis auch jetzt sehr gut. Genau. Und sonst habe ich nichts weiter mehr gelesen. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, dass ich Frauen. Jetzt rede ich mal darüber, was ich jetzt die Woche zu Ende gelesen habe. Und ich muss das jetzt ehrlich gesagt nochmal alles nachschauen, wo was geändert hat. Also ich habe die Woche, jetzt in dem Vlog und die Woche habe ich fertig gelesen, These Witches Don't Burn von Elizabeth Durning, mochte ich sehr gerne. Also falls ihr ein Buch über Hexen sucht, die auch mit ein bisschen Liebesbeziehung, die sapphic ist, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Also sapphic bedeutet mit, also eine Buche zumindest mit einer Lesbe und einer bisexuellen Person. Wahnsinnig gut, hat mir sehr gut gefallen. Das magische System hat wunderbar funktioniert. Perfekt. Das Einzige, ich habe ihm 4 Sterne gegeben, das Einzige, was mich gestört hat, war ein kleiner medizinischer Fehler, der mir aufgefallen ist und das hat mich schon wahnsinnig gestört. Ja, aber prinzipiell kann ich jetzt wahnsinnig empfehlen. Dann habe ich ja The Story of Witches gelesen. Ich habe den ja 2 Sterne gegeben, ich habe darüber auch ein Rand-up gelassen hier drin. Ich muss sagen, ich kann das Buch auf jeden Fall jedem empfehlen, der gerade so Fantasy-Romance-Bücher sehr gerne mag. Das einzige Problem, was ich halt eben, wie schon gesagt, damit hatte, dass ich das halt im Moment nicht so sehr mag, wenn ich sofort von Insta-Love halt eben lese, gefällt mir nicht. Bin ich raus, das mag ich nicht mehr. Ich mag auch kein Enemies to Lovers, aber ich mag schon, wenn... Ich bin noch vor halbem Schatten, ne? Ich mag es schon sehr gerne, wenn sich Liebesbeziehungen aufbauen und es halt eben nicht sofort passiert. Und das war halt bei dem Buch der Fall. Mal ich meins. Genau. Ich finde auch ehrlich gesagt die ganze Beziehung problematisch. Ja. Also, okay. Dann habe ich auch Prison Healer fertig gelesen. Das war jetzt dann schon im 9. Monat. Im April. Mochte ich wahnsinnig gerne. 5 Sterne. Buch ist perfekt, finde ich. Also okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige auch nicht mögen werden. Aber ich mochte da zum Beispiel wieder, dass es ein anderes Setting war. Es war mal nicht so das 0815 Feenreich und so. Man hat ein bisschen Magie gehabt, die aber nicht so prominent war. Es ging mehr um diese, dass halt eben Kiva in diesem Gefängnis lebt, als Heilerin arbeitet, und sie eigentlich die Rebellen immer ausfragen muss. Und die, da kommt eines Tages die Rebellenkönigin rein, Tilda, und die muss sie heilen, damit sie ihre 4-Elementarprüfung machen kann, der dann überall ihr Leben und Tod entscheidet. Und eigentlich stirbt immer jeder bei dieser Elementarprüfung. Und
Kiva tritt an ihrer Stelle in der Elementarprüfung an und man verfolgt ihre Geschichte dann. Der Plot-Twist am Ende fand ich wahnsinnig gut. Und ich freue mich auf jeden Fall, das weiterzulesen. Das ist eine Serie, die ich auf jeden Fall weiterlesen werde. Wahnsinnig gut. Genauso hier will. Frauen schulden dir gar nichts. Wahnsinnig gut. Mochte ich sehr gerne. 5 Sterne. Die, wie ich schon jetzt öfters erwähnt habe, der Feminismus, der dann angesprochen worden ist. Also es ist ein Buch über Feminismus. Aber es war nicht so passiv-aggressiv. Es war schön erklärt. Man hat schon, ich meine, klar, ist, bei Feminismus ist schon, in feministischen Büchern ist schon immer so eine leichte passiv-aggressive Tendenz drin, wie sie einem erklären, was alles falsch läuft. Aber das war in diesem Buch sehr unterschwellig. Und was ich auch sehr gut fand, das ist jetzt aber so eine persönliche Meinung dazu, ich habe schon, glaube ich, 4 feministische Bücher gelesen und vieles spricht halt über alles in der Welt, also auch gerade so in Dritte Weltländern, was da passiert und so. Und das ist natürlich schrecklich, zu 100%. Jeder soll darüber informiert werden, was da draußen passiert. Es war jetzt aber auch schon mal schön, in einem Buch zu lesen, wo das auch eher so halt so um Personen geht, die eben in einem reichen Land leben, wie zum Beispiel USA, Deutschland und so weiter, die halt mit ihren alltäglichen Problemen konfrontiert sind. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, wir als Frauen, wir müssen jetzt keine Angst haben, dass wir mit 11 zwangsverheiratet werden oder dass wir hier, dass unsere Genitalien verstümmelt werden. Das ist, es passiert auch in Deutschland, aber der Anteil ist sehr viel geringer als das, was in Dritte Weltländern passiert. Und das fand ich eben auch sehr gut. Übrigens an der Stelle, ich kann auch sehr, es war eine meiner 5 Sterne besten Bücher, die ich gelesen habe im Jahr 2021, habe ich übrigens auch von Isabel Allende, das ist auch eine Autorin, die schreibt schon mehr, da hat die Was die Frauen wollen geschrieben. Das war auch ein Buch, das eben habe ich 5 Sterne gegeben. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Und die spricht auch eben über so eine Thematik, was halt in Dritte Weltländern passiert. Auch weil sie selber in, die hier zum Beispiel in Chile aufgewachsen ist, kann ich übrigens empfehlen. An der Stelle, falls ihr noch mehr über die Thematik lesen möchtet, auch untenrum frei von Margarete Stolkowski. Fand ich auch sehr gut. Nur so als Empfehlung. Dann habe ich noch fertig gelesen It Happened One Summer von Tessa Bailey. Dem Buch habe ich 3 Sterne gegeben. Es war alles in allem, was okay ist. Die Smart-Szenen, die drin vorgekommen sind, die fand ich sehr gut. Ich mochte bloß eben bei der Hauptcharaktere nicht so. Ich kann reiche Leute Probleme in Büchern nicht leiden. Und die weibliche Hauptcharakter war so der Inbegriff, also Piper war der Inbegriff von weiblichen, von reichen Problemen. Mochte ich. Ich kann damit nichts anfangen, es war jetzt nicht so schlimm und sie war jetzt auch nicht so versnobbt und so, aber sie konnte halt gar nichts. Also kann ja nicht mein eigenes Essen zubereiten und so und das. Ja, okay. Und den Kerl da drin mochte ich auch nicht, weil der so richtig ein Macho so war. So, oh, ich bin ein Mann. Okay. Das war alles, was ich gelesen habe die Woche. 5 Bücher. Gut. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde alle Bücher und so, alles, was ich genannt habe im Video, werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Tschüss.